Tausende illegal schürfende Goldsucher machen sich im geschützten Amazonasgebiet Brasiliens auf die Suche nach dem Edelmetall. Dabei schaden sie der Umwelt. Quecksilber und andere Chemikalien sickern in den Boden und damit ins Grundwasser. Ein Todesurteil für Flora und Fauna. Auch während der Coronavirus-Pandemie schürfen sie weiter, so wie der 52-jährige Decilia Francini. Ich habe Kinder, die studieren. Ich kann mir Angst nicht leisten, wenn ich weiß, dass meine Familie leben muss, meine Frau und meine Tochter. Also sind wir vorsichtig. Wir verstecken uns. Ich werde weitermachen, solange ich kann. Ich werde damit nicht aufhören, denn ich muss überleben, muss meine Familie versorgen. Viele der Goldsucher meinen, dass von ihnen weniger Gefahr für die Umwelt ausgeht als von den riesigen Waldbränden. Vor rund einem Jahr brachen im Regenwald um die Stadt Novo Progresso Feuer aus. Viele weitere im ganzen Amazonasgebiet sollten folgen, mehr als 100.000 insgesamt. Der brasilianischen Regierung brachte das internationale Kritik ein. Präsident Jair Bolsonaro hat versprochen, die Brände unter Kontrolle zu bekommen. Damit würde die Regierung zumindest eines der Probleme hier im Amazonasgebiet angehen.